Nach einer Pause und der Einnahme von diversen Medikamenten. Nein, Antibiotika, weil ich krank bin. Geht's jetzt weiter? Hey. Was willst du? Lass mich in Ruhe. Ja, wir gehen einfach in Richtung Kakariko. Ist ja hier in die Richtung. Ich werde mal schauen, dass ich eventuell noch mehr Kletteroutfits oder Kletterausrüstung bekomme. Ich muss erstmal gucken, dass wir jetzt hier voranschreiten können. Na, wir haben noch viel zu entdecken. Wir haben wirklich sehr viel zu entdecken. Krass, krass. Ist das schon wieder high? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Yeah. Mal schauen. Also so 1 bis 2 Stunden machen wir auf jeden Fall noch. Nopal. Wieder hab keinen Bock zu pennen. Nice, willkommen zurück. Ey, ich bin der Händler. Wolle Rose kaufen? Nee. Ich habe ja noch Rosen. So. Was sagt denn der Schild hier? Ach ja. Ja, genau. Hier geht es ja nach rechts hier. Hier ist ja dieser Wall. Und dann kommt er hier irgendwo Hateno. Und hier lang. Kommen wir ja nach hier. Nach Kakariko. Cool. Oh, es gibt noch so viele Gebiete, Leute. So viele Gebiete. Das wird so geil. Ach, schön. Es gibt noch so viel zu erkunden und zu entdecken. Und ich glaube, ich werde bald dann irgendwann nochmal hier lang. Dann gehen wir hier über die Brücke und gehen hier so lang. Und landen nochmal irgendwann hier, weil hier ist schön. Ich kann ja einschlafen heute irgendwie. Das tut mir leid, Lisa. Möchtest du eine Waschmaschine kaufen, Sir? Nö, ich brauche keine. Ich möchte mich gerne gesund kaufen. Weil mein Husten und alles mir auf den Sack geht. Meine Fee! Fünf Nero oder 5 Nero, hallo. Schönen guten Abend. Cool, ich nehme 2. Ripfee, Riplink. Schlaf schön, Minno. Schön, dass du da warst. Schlaf schön und träum was Tolles auf jeden Fall. Ruh dich gut aus und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Aha, Was ist mit dem los? Der lebt ja noch. Ich weiß nicht, was man mit den Steinen machen soll. Hier ist er bestimmt wieder unten. Na, hier ist er bestimmt unten irgendwo was zum Runterschmeißen. Ich kümmere mich mal erstmal um den Typen. Ups. Da gibt immer schön die Bombenpfeile, mein Freund. Natürlich droppt da keine Bombenpfeile. So ein Arsch. Ich muss selber nochmal gucken, wo ich Oberteil oder Hose vom Kletterset herbekomme. Weil mir war so, dass sie halt hier im Umkreis von den Schreien sind. Ansonsten kann man die später auch kaufen. Ja, bin ich jetzt doof? So, komm mal her hier, mein Schatz. Flupp. Und hier irgendwo ist ja das von ihm noch runtergefallen? Ja, da. Und sein Bogen ist auch gleich da. Cool. Oh, ein Ritterbogen auch noch. Heftig. Na, passt.
Passt, passt. Nee. Tatsächlich kann man die später in Tabu Rasa oder wie statt hieß, auch einfach so kaufen. Oh, geil, Alter. Was für ein Boomerang. Der ist ja stark. Ich habe im Kopf, dass die anderen Teile der Klausrüstung in Schreien über die ganze Map verteilt waren. Ach fuck, war das echt so? Bei mir war so, dass die halt alle hier bei dem Berg verteilt oder bei dem Berg irgendwie im Umkreis waren. Aber natürlich kann ich mir auch voll irren. Ich weiß ja zum Beispiel, dass halt auch dieses Dings, dieses Outfit von dem Berserker, das war ja auch auf der ganzen Map verteilt in diesen Irrgärten. Ne? Alles klar, Twitchly. Dankeschön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du hattest viel Spaß im Stream. Ich hoffe echt, du hattest gute Unterhaltung und alles. Und vielleicht sieht man sich ja doch nochmal demnächst. Würde mich natürlich freuen. Ansonsten, schlafe schön, träume was, ruh dich gut aus. Und bis bald. Ach, guck mal, Leute, hier ist es. Wo kommt der denn jetzt her? Na, ich hab's am Ende, als ich von der Story schon längst durch war, habe ich geguckt und da konnte ich halt alle möglichen Sachen noch kaufen. Ich weiß ja nicht, wo du bist und was du machst und was du so tust. Na, 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 na. Ja, nee. Ja, nee. Ja? Nee? Oh! Oh, hallo, Schatz! Jetzt, du meinst die Genauigkeit mit ACC, oder? Das ist Genauigkeit, aber davon habe ich nichts gemeint. Oder davon habe ich nicht gesprochen. Was meinst du jetzt so? Okay, ich hab. Oh! Ich hab noch eine Idee. Oh, fuck, Alter. Ah! Nein! Nein! Stein! Stein! Ja, 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 ja. Ja! Hohoho! Bitte! Ja! Tschüssi! Der Masmus ist echt lustig. Du hast mich gestern dazu inspiriert, auch ein Leben anzufangen. Ja, nice, Akito Joker. Freut mich. Und läuft es bei dir gut, oder? Oder bist du auch so ein Fail wie ich? Aber ich habe sichtlich Spaß, auf jeden Fall. Handschuhe sind im Meer von Nekluda auf der Insel. Das war doch hier unten, ne? Oder wo war das nochmal? Hier irgendwo, oder? Ich weiß es ja nicht mehr. Ja, Nina, du als Mädchen findest die Koks natürlich süß, aber... Ich mag die gar nicht. Nee, alles gut. Gibt's hier auch das Schiff aus Windbreaker? Nicht, dass ich wüsste. Wenn ja, dann habe ich es noch nicht gesehen. Rüstgras. Krass. Schön alles looten.
Die Krux waren süß, bis ich alle nur noch Drecksvieh gesammelt habe. Warum machst du sowas, Mini? Warum machst du sowas? Mini, das ist nicht nice. Meh, meh. Ach, fuck, hier ist ja Maronus. Hier ist ja Maronus. Oh, du! Du kannst mich sehen? Ich sehe dich. Toll, toll, ja! Schon 100 Jahre her, dass mich jemand gesehen hat. Ich bin Maronus. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte hör meine Geschichte an. Meine Lieblingsrasse ist versteckt worden. Die sind dahinter. Oh, ist heute so schnell. Ja. Ich mag Maronus nicht. Ich glaube, ich muss sie mal ein bisschen bashen. Au. Yeah! Alle down! Willkommen zurück, Marcel! Lass mich rein, du kannst auch nicht pennen? Kann ich doch nicht schlafen. Schön! Wie immer alle wieder können, nur um Nilsi zu sehen. Nee, na, weil sie nicht schlafen können, kommen sie wieder. Sie dann. Das hast du falsch verstanden. So, hier sind ja auch ein Rasseln drin. Maronus Rasseln. Ach, Leute, ich liebe einfach diese Sounds in diesem Spiel. Das ist so schön. Rasseln. Na, no, das sind sie, meine Rasse, ja! Ich bin so happy, ja! Meine Rasse, die krugsame Winterin sind fort, scheiße. Was soll ich nur machen? Na, no, die Kinder des Waldes, die Krux, die haben ganz viel Kacke. Und wenn du die Kacke nimmst, dann wird's cool. Ah, hinaus, was will ich? Klar, plötzlich sind 900 Krux am weg. Einfach so jetzt plötzlich. Wie macht er das nur? Der Typ, wie macht er das nur? Dam, da, da, dam. Oh, bleib doch hier, ich will weiter vergrößern. Mann! So ein Arsch! Weißt du, anstatt dass seine Krogfreunde ihm die Samen geben? Nein, man muss sie suchen. Ja, warum kehren die nicht einfach nach Hause zurück und geben ihm die Samen? Sind die bekloppt?
Das ist diesmal wieder nice. Du aggressives Vieh. Oh Mann, ey. Oh, Link Ultra Instinct. So, ich muss erstmal. Hä? Ich schlag da ja Kinderworker. Wer schlägt hier wen wie was? Hä? Verena. Oh mein Gott, Leute. Kakariko. Wow. Das ist so schön, Mann, ey. Die haben das so schön gemacht. Das ist so ein hübsches Dorf, ey. Ich weiß, wenn die wieder jetzt zu Wasser reinkommt, weil. Hä? Wie geht hier Wasser rein? Ist ja auch real, Mann. Ach so, cool. Bewirtet hier in sein Feld. Hier ist ja die Wasserquelle. Für das schöne Feld hier. Hä? Was ist? Ach, na, du kommst ja bekannt vor. Genau, mich, du siehst aus wie der Ritter, der sich vor langer Zeit in der Großverehrung in den Weg gestellt. Genau, der bin ich. Ja, du meinst, du bist der Ritter? Der geht doch alle. Die Jungen heutzutage, die sind doch da bekloppt. Oh, danke. Hä? Oh, in unserem Dorf gibt es nicht viele junge Kerle wie dich. Und du bist aber nicht einer von den Giga, oder? Nee. Das war mal ein Scherz, man muss ja nicht so ernst nehmen. Ja, die Giga, die sind voll crazy hier, guck mal. ich denke nicht. C4, ich denke nicht. Aber hi, erstmal hi C4, hi Etty. Schön, dass ihr da seid. Hallöchen, ihr Lieben. Substatus, genau, der ist ja mit dem Twitch-Account verbunden. Und durch das Rad kommt da Wasser rein. Ja, aber geht doch gar nicht. Geht doch gar nicht. So, stellen wir endlich mal die olle Tute hier ab. Für die alle Gemüse schenken. Naja, ich soll groß und gesund bleiben, ne? Groß und gesund bleiben. Ja, groß bleiben. Total physisch machbar. Na, nach 100 Jahren Straße wieder mir wichtig, ja. Grüß dich, Pilger. Hier wird gekämpft. Du musst das Vieh bekämpfen. Oh shit. Weiche Angriffen mit einem Sprung zur Seite aus. Nutze die Sorge entstandene Gelegenheit, um den Gegnerdruck auszuführen. Ja, welche Waffe nehme ich dafür? Nehme ich den dafür?
Na, weil ich Angriffe mit einem Sprung nach hinten aus und so, bist du richtig krass. Mache dann deine Gegenangriffe. Oh, Schnitt, 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 Schnitt! Yeah, yeah! Pariere zum erfolgreichen Zeitpunkt einen Angriff deines Gegners mit dem Schild, um ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Kannst du mir für einen aufgeladenen Angriff, damit du möglichst viele Gegner damit aufbrechen kannst, Alter. Wächterschwert, geil. Ach naja, Akito. Ich bin halt überall lang und hab alle möglichen Dinger gelootet. Da sind ja überall so kleine Gegnergruppchen. Hab immer alle gelootet. Muss ich mal reinziehen, was ich wirklich schon bekommen habe. Das ist richtig krass. Pass auf. Madame Pandora, ich danke dir recht herzlich für dein Follow. Willkommen in unserer Community. Und hab ganz, ganz viel Spaß beim jetzigen und auch bei den nächsten Streams. Vielen Dank. Da hier mit dem Schild einer richtig krass. Die haben halt Schildbonus drauf. Und dadurch sind die halt richtig, richtig stark. Das ist voll geil. Wobei ich eigentlich den hier benutzen könnte, dass er sich verbraucht. Oder den, nimm mal den. Ja, und hier ist eigentlich auch schon ganz gut. Hier eben noch den Boomerang gefunden mit schön viel Damage. Da habe ich halt ein Königsschwert schon immer gefunden von dem fetten Hinox. Einfach geklaut und abgehauen. Und ein schönes dritter Schwert noch ein bisschen mit Power drin. Ist schon ganz geil. Und Bogen habe ich auch schon. Schöne Ritterbögen, beziehungsweise einen fetten Ritterbogen und einen Königsbogen sogar. Auch für gut. Ah, wie schön, die Madame Pandora schreibt auch im Chat. Das ist immer besonders schön, wenn Leute hier reinkommen als Zuschauer und mit uns quatschen bzw. schreiben. Dann kann man natürlich viel besser kommunizieren. So, wo wir gerade dabei waren, bei dem Schild. Holen wir uns gleich neu. Krass, mein bestes Schwert war bisher ein 32er Langschwert. Ja, du findest doch auch viel, viel geilere Waffen, glaub mir. Sanshin Kurzschwert. Geil. Geil. Ach ja, Nils. Mini und ich haben wieder etwas ausgeheckt eben. Schon wieder ein Screenshot. Wunderschönen guten Abend, liebe Reika. Freut mich, dass du einschaltest. Hey. Oh mein Gott, so viel Liebe. Ich glaube, hier bin ich richtig. Na, aber na klar. Bei uns bekommt jeder die so viel, ja, wollte gerade sagen, die Liebe, die er braucht, so viel Liebe, wie er braucht. Oder wie sie braucht. Weil nur ob Madame Pandora, bis Rain da ist. Rain meinte, sie verspätet sich eventuell, weil sie noch ihren Bruder irgendwie trifft nach der Arbeit. Also vielleicht schaffen wir es, oder schafft Rain. Vielleicht schafft Rain es nicht mehr rechtzeitig, bis wir heute aufhören, mal gucken. Ui, das geht nach einer Drogen. Das ist aber eine positive Drogen. Ich hab mein Handy in meine Fresse geflogen. Wie, du liegst bestimmt so da und guckst so den Stream und dann wirst du mal müder und... Passiert mir ganz oft. So, aber weil die Rain nicht da ist, gehen wir jetzt zu einer anderen Frau, die ganz, ganz viel Liebe übrig hat. Ist zwar leider nur für Link, aber wir können immerhin zusehen. Das klingt auch wieder ganz falsch. Es klingt viel, viel falscher, als es ist. Oh, hallo. Oh, na tschüss. Ja, 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 Marcel. Hab alles genommen, keine Sorge. Yeah. Ne Fit-Karotte. Geil. Prinzessin Enzian. Ach, schön. So, ich habe alle vier Feen bekommen. Geil.
Hi, Silbervirus. Schönen guten Abend. Ja, ich bin krank. Ja, er hat den Silbervirus. Du, junger Mann, bitte höre mich an. Aber gern. Ich bin die große Fee Kotura. Hier war früher eine wunderschöne Quelle, doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine. Und ich habe meine Kraft verloren, denn ich brauche viel Geld. Ich bitte dich, gib mir einen kleinen Betrag. Wenn du Rubine hast, dann gib mir welche. Ich brauche nur 100. Wenn meine Kraft wiedergestellt ist, dann würde das auch zugutekommen. Nun, wenn du Rubine hast, dann gib sie mir schnell. Wenn ich meine Kraft wieder zahle, brauche ich 100. Schnell Geld. Oh nein, was habe ich getan? Danke, mein Retter. Oh, meine Kraft! Sie geht zurück! Oh shit! Oh mein Gott! Oh, bezaubernd. Hey, was für ein Gefühl. Nach all der Zeit endlich wieder frische Luft. Ich schulde dir was. Dank dir habe ich meine Kraft wieder erlangt. Mal sehen, wie ich mich revanchieren kann. Ah, ich weiß. Ich könnte deine Kleidung verstärken. Oder auch einfach aussehen. Wer hat das gesagt? Ich brauche nur das passende Material. Das Verstärken selbst mache ich dann umsonst. Sollen wir es mal versuchen? Mit dir? Aber ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein klein wenig zu verstärken. Okay, verstärken. Mach mir mal mein Kletterzeug stark. Ah, dafür brauche ich nur ein paar Sachen. Was los? Yeah! Und fertig. Damit bist du jetzt ein wenig stärker als zuvor. Manche Kleidungsstücke erhalten nach dem Verstärken einen Bonus. Doch dafür musst du auch das ganze Set tragen. Soll ich noch andere Kleidung verstecken? Nee, lieber nicht. Es gibt noch mehr Feen wie mich auf dieser Welt. Doch auch sie haben ihre Kräfte verloren und brauchen Cash. Bitte, bis später. Ja, jetzt können wir unsere Kleidung upgraden. Geil. Das ist doch voll nice, oh yeah. Ich weiß, ich habe dann schon wieder ein bisschen übertrieben. Sowohl in der Synchro als auch mit einem anderen. Aber muss man noch machen. So wie ich jetzt auch wieder übertreibe. Ich will die Fische. Wenn ich Fische will, dann hol ich sie mir. Yeah. Ausdauerbarsch, nice. Auch ich. Was ist denn hier schon wieder los? Muss man hier mal ins Wasser springen oder was hat das zu bedeuten? Was hat das zu bedeuten, wenn er so... Ja. Nee. Mit deinem Schutz wollte ich mal fragen, was dein Lieblingsband, was dein Lieblingslied von Ace of X ist. Also zum Spielen bei Rockband finde ich tatsächlich Beast in the Halle ziemlich geil. The Sage ist übelst geil, aber übelst schwer. Goddamn ist richtig geil. Critical Acclaim. Also zum Hören. Was dann die eigentliche Frage war, zum Hören, ich finde Unholy Confessions ziemlich geil. Oh, so richtig geil. Welcome to the Family ist richtig nice. The Stage sowieso. Oh, das Intro von The Stage. So geil. Ich glaube, wir werden heute, bevor wir aufhören zu streamen, ja, so zum Casual hören. Ich glaube, bevor wir heute... Ach, ich dachte gerade, das sah aus, als ob da so ein Hinox liegt, Alter. Ich dachte gerade, was? Oh mein Gott, nee, ich hatte gerade Angst. Ey, was ist nur hier los, ey? Ich hatte doch voll Angst. Was kann man doch nicht machen, ey? Krieg noch ein Herz, Kasper. Oh mein Gott. Genau, der nächste muss doch so richtig eingeweiht werden. Hä?
Achso, der Rocky. Ja, eigentlich müssen wir heute zum Schluss nochmal eine Runde Rockband zocken, wa? Yeah, yeah, yeah. Das war cool. Na, wozu heute streamen? Also ich wollte jetzt nach der Pause auf jeden Fall nochmal, also wenigstens eine Stunde. Am liebsten sogar noch 2 Stunden Zelda zocken. Aber zum Schluss nochmal so zum Schlafen gehen für euch nochmal ein bisschen Rockband und Mucke und so. Wäre eigentlich ziemlich cool. Wäre ich nicht abgeneigt. Dann können wir den BKL Rock wirklich mal richtig einweihen. Das geht ja schon so nach Feierabend für Breath of the Wild. Nee, also ich würde halt echt gerne noch bis, also am allerliebsten würde ich noch so bis ca. 2 Uhr Zelda zocken. Das wäre richtig schön. Leute, ihr hasst mich wahrscheinlich gleich, aber... Hey Donny, als ob wir dich jemals hassen können. Ich muss den Song nehmen, der am Anfang wie Pirates of the Caribbean klingt. Scheiße, wer war denn nochmal? Ich weiß, welcher war. Das ist doch Cry Thunder, ne? Der Worker, wie er einfach jedem hier eine Rose anbietet. Also wenn dann kaufe ich der Reiker eine Rose. Ja, so wie sich das gehört, dass der Gentleman der Dame eine Rose besorgt. Alter, da will ich rüber. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass ich jetzt erstmal die Türme aktivieren will. Alter, zieht euch das rein, Leute. Es ist so krass. Es ist einfach alles so krass hier. Nee, ist aber Backe. Ich will doch keine Waschmaschine. Heute wird gedealt. Nein, spring nicht! Wie dieser Typ da bei der Brücke. So, hier muss ich mir jetzt erstmal durchkämpfen. Das kann was werden. Alter, dass die Ziegen immer auf Krawall aus sind. Ach man, ich finde echt nice, echt sehr nice. Was findest du nice? Was ist jetzt los hier, hä? Aua! Oh ja, eine Maxi rüber. Geil. Hab schon eine Glatze, hat mir nicht geholfen. Der heilige Schatz am Wasserfall. 5 Pfeile. Geil. Die haben was, Leute, die haben was. Die haben was. Ah! Scheiße. Wow, entspann dich, Junge. Oh, er ist unten. Fuck, Alter!
wie er mich einfach instant gekillt hat und meine Fee somit wieder drauf gegangen ist. Scheiße, Alter. Die gute Fee. Die gute Fee, die wollte ich noch benutzen. Mir hat noch niemand eine Rose geschenkt. Mir auch nicht. Mir auch nicht, Leute. Hä, nein. L3 heißt auf Twitch Luxacling Live. Leuchti, leuchti. Also ich habe schon mal eine Captain Falcon am Bibo geschenkt bekommen von der Frau. Oh, das ist ja noch viel besser als eine Rose. Ist wieder die vier im Schneeklee-Riesee. Oh fuck, hier tanzt irgendwo so ein Zauberer wieder rum. Bin gar nicht da. Bin gar nicht da. Bin immer noch nicht da. Ein Eiszauberer auch noch. Oh geil, ey. Lemmy ist verfolgt. Okay, also den Blackie lieber ein Abibo schenken als eine Blume. Ach, ihr müsst mir gar nichts schenken, Leute. Ihr müsst mir nur eure Aufmerksamkeit in den Stream schenken und dann bin ich schon der glücklichste Blackie, den man sich vorstellen kann. Ich will ein Amiibo. Bald bin ich da. Du bist so genügsam. Ach, naja. Das ist doch aber eigentlich viel mehr wert, oder? Wenn ihr da seid, ich mit euch quatschen kann. Euch unterhalten kann, im besten Falle. Ist doch viel schöner als so ein Amiibo. So. Und zack, die letzte kleine Hürde. Und hoch mit uns. Ah, schön, der nächste Turm, Freunde. Ey, Mann, ich will nicht älter werden in 13 Tagen. Oh, warte, 13 Tage schon. Ey, ich werde ja auch bald älter. Das gibt's ja nicht. Geil, ey. Ach, Leute, ich freue mich wirklich sehr über jeden einzelnen von euch. Es ist schön, dass ihr alle da seid. Sowohl die, die nach langer Zeit mal wieder reinschalten, als auch die, die, ja, gestern zwar da waren, aber allgemein nicht so häufig da sind. Ich freue mich einfach, dass ihr dabei seid, Leute. Dankeschön. Einfach danke für eure Anwesenheit. Also alle Säcke hier, wie alt werden wir denn? Na, also ich werde 23. Im Februar aber erst. Erst im Februar. So. Alter, jetzt haben wir die ganze Ecke hier erkundet. Ach, wir sind ja... Was? Wir sind... Was? Wo ist das hoch? Hä? Oh, du hast mich aber erschreckt, ey. Verzeih mir, aber in meiner Wenigkeit halte ich um. Ritt vom Volk des Horas. Scheint es mir ein Reiser zu sein. Bitte sag mir, was machst du hier oben? Was machst du denn hier? Schaffst du nicht. Was schaffst du, die Frage? Meine Wenigkeit hat sich zusammen mit Prinz Zidon aufgemacht, um einen Hylianer zu finden. Ich habe mir Mittagsschlaf gehalten und plötzlich kam so ein krasser Lärm, als bebte und ich war hier oben. Komm nicht mehr runter, Scheiße. Oh, du bist Hylianer. Dann geh mal bitte zu Prinz Zidon. Prinz Zidon, hier ist Hylianer. Du. Haben wir gleich die Quest erfüllt, sozusagen. Hä, ich hab gar nicht mehr gewusst, dass das jetzt schon... Hä, wie krass, Leute, dann sind wir hier echt schon im Zora-Gebiet. Guck euch an, hier geht's ja überlang. Und hier ist halt die Zora-Hauptstadt. Das ist mega krass, Alter. Ich aktiviere mal schnell den Schrein hier und dann werde ich, glaube ich, woanders hingehen. Ich hab einen Plan, Leute. Ich hab einen Plan, Ich hab einen Plan. Ja, ich hab einen Plan. So.
Geronimo! Am 24.01. werde ich 23. Boah, was? Ja, was für ein Zufall, dass du auch 23 wirst. Wo kommen die Steine her? What the fuck? Einfach so. Nein! Oh, muss ich erst wieder den Boomerang benutzen. Komm runter hier! Boomerang! Hey! Mein Boomerang! Du Schwein! Alter, das reicht nicht mehr. Du hast meinen Boomerang missbraucht. Stirb! Alter. Ich bin so böse. Bombenfall. Ein einzelner Bombenfall. Wow. Geil, Maxi-Bärsche. Holzpfeile, schön. So, Kronkos 34. Ist doch auch voll in Ordnung. Oh, es leckt schon wieder ein bisschen. So soll es aber nicht sein. Wenn der Sound leicht asynchron kommt, dann sagt bitte Bescheid. Ja. Raika C Stream Mom. Ach, Raika. Oder Kronko. Ihr seid doch alle gar nicht alt. Ihr seid halt nun mal echt nicht alt. Ne? Oder Eddie genauso. Eddie ist auch nicht alt. Eine Schuppenlanze. Geil. Alter, was ist mit dem los? Der... Ah, wow. Ey, chill mal. Alter, verdammt. Ah. Vor allem ist ein schwarzer Typ. Das ist gar nicht gut. Soll jetzt nicht falsch klingen, aber die Schwarzen sind halt einfach stärker. Ah, fuck. Er heilt sich schon wieder. Alter! Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Alter. Was ist hier los? Alter, was ist hier los, Leute? Ich wüsste auch nicht. Die Pfeile! Leute, die Pfeile! Ich brauche Holzpfeile! Ich hasse die Sumpfviecher! Ja, ey. So. Ja, ein bisschen Action muss ja auch sein, ne? Ab 30 mal ja alt. Ach nein, finde ich auch ja nicht. Und die Schwarzen sind stärker! Ja, naja. Bei Regen werden Oberflächen nass. Kein gutes Wetter zum Klettern. Ja, weiß ich doch. Hallöchen, Habibi. Schön, dass du mal wieder einschaltest. Lange nicht gesehen. Freue mich. Also freut mich, dass du wieder da bist. Nicht, dass du dich lange nicht hast blicken lassen. Dip, 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 dip. So. Ein Sterling. Geil. Kann man immer gebrauchen. Geil, Mann. So, hier irgendwo, da ist er doch. Handy. Fuck, wo ist denn jetzt der Schrein? Der war doch gerade hier irgendwo. Ah, da ist er. Den muss ich auf jeden Fall noch aktivieren. Eine große Maxi rüber. Fett.
Ich finde das komplette Sora-Gebiet so schön. Ja, ist richtig schön gemacht hier mit den Flüssen und mit den Seen und so. Ist richtig, richtig schön und atmosphärisch. Bin eigentlich schon müde, aber wegen Nils bleibe ich da. Oh, Dankeschön, Verena. Ich fühle mich auch gar nicht alt. Manchmal denke ich selber, dass ich noch gar nicht so weit bin. Das machen die Videospiele. Das erste hier ist hier von dem Spiel. Achso, die Prüfung, ne? Oh mein Gott, Kraftprobe leicht. Heftig, jetzt ist los. Oh mein Gott. Alter! Ein Wächterschild! Aber die Tasche ist voll. Hm. Ich werde ab morgen 13 Themen. Mit ab morgen 13 Themen anfangen zu notieren und zu lernen. Fuck mal live, da ist so ein Stream von Blacky echt etwas Nices. Aber krass, Alter, 13 Themen. Das ist ganz schön eine Fülle. Das Traurige an so einem Wächterschild ist ja, dass. Das ist wirklich das Traurige, dass so ein Wächterschild nur super geringe Haltbarkeit hat. Ansonsten ist das ja voll cool. Yeah. Wie geil das aussieht, Alter. Ja, ganz viel Erfolg auf jeden Fall. Lieber Marcel. Kennt ihr das Gefühl, wenn man um 0:52 Hunger auf dem Eis bekommt, aber selber keins hat und überlegt, die nette Nachbarin zu fragen, ob sie Eis hat? Um 0:52? Wenn? Das ist doch ein bisschen unrealistisch. Klingt jetzt so, hallo Frau, keine Ahnung. Haben Sie noch ein Eis? Ja, ich sehe es wach. Na dann fragt sie mal. So, ich begebe mich jetzt auf eine sehr gefährliche Reise. Muss kurz gucken. Ah ja. Nehmen wir die Pilze hier mit. Ich werde etwas riskieren. Doch, doch. Und wenn es klappt, dann bin ich cool. Und wenn nicht, dann habe ich Pech. Das will ich auf jeden Fall noch machen. Ach, wie schön das hier einfach ist. Ach toll. Als ob. Die gefährliche Reise beginnt. Ja, ist echt so, Habibi. Ist wirklich so. Nils auf würziger Reise. Ja!
Ah, geil. Sehr gut. Der Schreiner wäre eigentlich nice, wa? Hier sind überall noch Schreiner. Was hast du gelesen mit dem Pferd? Ich glaube, du sollst dann auch mal diese antike Pferderüstung holen. Wenn du kannst. Weil. Dann kannst du. Ja, das stimmt. Das könnte ich, aber. Aber ist halt DLC-Kram. Muss ich mal gucken. Alter, was ist das für ein Scheiß? Es ist übelst. Übelst feies. Die Strömung ist zu krass. Oh. Das gibt's doch nicht, Link. Du kannst doch schon stehen. Ob ich den trotzdem habe. Ja, habe ich trotzdem noch. Sehr schön. Pass auf, ich aktiviere den Schrein, dass sie mir immerhin porten können. Aber werde ihn noch nicht machen. Bip, bip. Ja. Fail. Das gibt's doch nicht, ey. Bin ich einfach zu doof heute? Oder was ist hier los? Ich weiß es auch nicht, Mann. Au! Ach, schön. So, aktivieren. Im nächsten Teil so, hey, listen, lässt du 95% schreien? Marcel, falls du mich noch hörst, ich habe deine Nachricht gelesen. Also Marcel Akamasi jetzt. Ich antworte dir darauf dann auch nochmal nach dem Stream. Was machen hier denn Ausdauerschrecken? Was machen die Typen hier? Ah ja, klar. Hm. Ja, ja, das mit dem... Ja, ja. Kommt mit dem mal den Pfeifklopf? Ja, ja, Karsmodul, ja, weiß ich. Hast du recht, könnte ich oder sollte ich ja machen. Ich, ja, ja, alles richtig. Na, so war das.
Der Massenmodell lerne ich Metall dagegen schon erleben. Damit kann man ja so schön Gegner zerquetschen. Ja, ne? Schön mit Magnetismus und so. Macht Spaß. Sieht ja sehr episch aus. Meinst du wegen meiner epischen Reise? Es tut mir leid. Kommt alles noch. Gleich stürmt er verschluckt die Hände. Oh Scheiße, ich muss kotzen, Mann, ich muss kotzen schnell. Sieht echt so aus. Oh. Hallo. Dieser Speedrunner muss gemacht werden. Irgendjemand muss sich ja darum kümmern. So, ich glaube aber, ich brauche zwingend... Und bei Cobra, hey, schönen guten Abend. Freue mich, dass du einschaltest. Ich glaube aber, ich brauche zwingend. Oh, geile Kombo, ey. So, nochmal zum Satz. Ich glaube, ich brauche zwingend. Dings da. Ihr wisst es, Leute. Den Turm. Oh, da hinten ist noch einer. Flop. Nee, nee, gar nicht, würde das nicht. Oh! Eine gerade helle Bade. Geil. Geil, geil, geil. Ja, komm weg damit. Heftig. Jetzt auf, ihm nicht verbrochen. Wieso? Wieso? Ich hätte es jetzt sowieso nicht sofort benutzt, aber wieso? Ups. Was brauchst du für eine Quest? Gibt es davon nicht mehrere? Für eine Nebenquest, also, ja, was ist die Belohnung? Das ist ja bestimmt was ich eh nicht machen werde. Ich wusste nicht mal von der Quest. Rain is coming. Hallo Nani, schön, dass du einschaltest. Schnell zum Turm rüber. Dauert ja gar nicht lange. Ja.
verdammte Scheiße! Da dachte ich mir nichts Böses, ja? Dachte mir nichts Böses. Ich wollte einfach nur. Naja. Mit einem Fan wäre es nicht passiert. Sagst du jetzt? Suddenly, mega viele Wächter. Okay, sollst doch nicht über die halbe Stelle gehen. Wer will noch was, wenn ich mit darf, halt. Nein, eigentlich wollte ich den Turm aktivieren, dass ich. Ne? Muss ich das anders machen? Das Rückschlag ist erst recht, wenn man es lange nicht gemacht hat, nicht so leicht. Oh nein, das ist ein Running Gag. Ich lebe noch. Ah! Ne scheiß Camper. Jetzt legt sich einfach so nochmal rein. Klar. Wo ist denn sonst der ganze Spaß? Wo ist der Turm? Wo ist der Turm hin? Wow! Ja, ist klar! Nö. Das ist unfair. Oh, jetzt pull den Laserstrahl mit dem Schild. Die schönen Arrows. Erstmal nach dem Weg fragen. Mann, ey. So scheiße, ey. Mercury Adept, ich danke dir recht herzlich für deinen Follow. Willkommen zu der Community. Hab ganz, ganz viel Spaß beim Stream. Lüftung ist gut.
Gibt es hier irgendwas zu holen? Nö. Oh! Ja, ich bin bald da, Leute! Ich bin bald da! Ja! Ah, da ist ja noch einer! Lass uns eine Stiftung für Wächter aufmachen. Ich schaff das. Pschuh. Ja! Mann, die Mugge! Ach, schön. Hey, Kitty! Schön, dass du einschaltest. Willkommen zurück hier im Stream. Renn, Fuchs, renn! Sonst schnappt dich der fiese Link. Hier ist tatsächlich mal Ruhe, wa? Wow. Ey, Jen ist auch da. Hallöchen, Jen. Schönen guten Abend. Hallo, ich lerne Deutsch. Sehr gut. Freut mich zu hören. Also den ersten Satz hast du schon mal super hinbekommen. Ach nee, das war ja... Ah! Ah! Scheiße, ey. Alter! Die spielt auch total. Ja! Ja! Was ist grün und wird per Knopfdruck rot? Ein Frosch im Mixer. What the fuck? Kitty, was ist los? Madame Pandora, dein Emote, deine Reaktion. Da, boah, Alter. Hammer. Ein Großschießer Laser und läuft die Zacker. Link in der, hä? Hä? Alles klar, Akito Joker. Dann schlafe schön und träum was Tolles. Schön, dass du da warst. Ruhe dich gut aus und... Was ist denn da los? Ruh dich gut aus und träum was Gutes. Bis morgen hoffentlich. Wow! Ey! Voll gemein. Ah! Wow! Alter, wie hat er mich gerade verfehlt, Alter? Alter, was ist hier los, Mann? Ich schau nicht, was hier los ist. Hm.
Mann! Der guckt schon so bekifft, Alter. Oh nein! Ich habe erstmal B gedrückt statt A zum Parieren. Und beim zweiten Mal habe ich viel zu früh pariert. Einmal versuche ich noch. Weil ich würde gerne etwas aus dem Schloss holen. This boy is on fire. Genau, Kitty. Wo bin ich denn jetzt? Ach. Ach, geil. Ja, geil. Der Gute war wieder am Werk. Let's go! Die tried so hard and got so far. Ist klar! Alter, was hab ich getan? Was hab ich verbrochen? Na klar will ich den Schild holen. Ist mir eingefallen, als ich vorhin gesurft bin. Und dann, wäre eigentlich geil, wenn wir ohne Haltbarkeit verlieren. Oder ohne wirklich Haltbarkeit. Alter, EA, Mann, was ist denn hier los? Ach, Leute. Dödel, 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 dödel. Aua! So schnell lässt er also nach. Boah, das ist eine Barriere. Rear number one. Naja, woher weißt du, dass es mein Subsound ist? Wo ist er hin? Ja, war. Okay, ich muss echt da lang. Oder warte mal. Gut, dass du sagst, Marcel. Sobald sowas auffällt, immer bitte sofort Bescheid geben, denn wartet ganz kurz. Der Sound ist nämlich wieder verzögert, deswegen muss ich einmal ganz kurz. Wartet einfach ganz kurz, ja? Zack.
Oh, die Musik. Leute, die Musik, die ist jetzt wieder so geil. So, war das? So. Oh, die Musik, ey. So, Hammer. So, jetzt muss alles wieder gut sein. So, zack, 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 zack. So, sagt die neue Folge DBS. Oh, ich habe schon lange nicht mehr geguckt. Oh, ein Diamant. Fett. Link! Ah! Oh nein, meine Fee! Scheiße, ey. Sportveilchen! Mini-Golem, wie süß! Also die sind auf jeden Fall noch süß. Okay, ich wusste nicht. Ich dachte. Das ist ja real. So, warte mal, ich muss. Oh ne, eigentlich bin ich hier auch ganz richtig. Ja doch, eigentlich bin ich hier ganz richtig. Was ist eigentlich der Plan? Will er gar noch besiegen? Nee, nee. Ich hol den Hylia-Schild, genau. Weil der hat halt übelst viel Haltbarkeit und ist übelst stark. Und auf dem kann ich nochmal durch die Gegend surfen. Alles klar, dann schlafe schön, Thomas Holz. Ruh dich schön aus. Und, gar noch ein bisschen mit drei Herzen, als ob ich sowas schaffen würde. Und ja, sieh dann, vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder. Und das ist das Letzte, was ich jetzt mache. Danach, würde ich dann, also ich versuche, den Schild zu bekommen. Wenn ich es schaffe, dann schaffe ich es. Wenn nicht, dann nicht. Aber danach wird dann ausgemacht. Und, dann wird nochmal ganz kurz ein bisschen Rockband angeschmissen. Ich bin gleich da, oder? Für Karte? Das ist ja immer Eier. Ach komm, wenn ich schon mal hier bin. Wenn ich schon mal hier bin, ja. Gekochtes Ei, jö. Yeah. Einfach so. Die Musik ist so schön. Ist eigentlich alles wieder synchron? Hip.
Ja, hier muss man aufpassen. Jetzt sind wir schon im Kerker. Alter. Wie war das nochmal? Au. Ich muss, glaube ich, von ganz außen kommen, oder? Kann das sein? Alter! Mann, ich bin aber auch lebensmüde, wa? Beweg dir mal bitte nicht so viel, Typ. Wo liegt denn seine Waffe? Nein. Alter, ich hab so einen dicken weißen Moblin besiegt, Alter. Das sind halt die Obermoblins, Alter. Wo ist denn die Waffe hin? Alter, wo ist denn die scheiß Waffe hin? Die muss hier irgendwo liegen. Scheiße, sie ist weggepackt. So einen dicken weißen. So. Gut, Blecki, du kannst es schaffen. Bezweifle ich ja gar nicht. Naja, vielleicht ein bisschen. Oh nein! Das kann ja nicht sein. Scheiße. Ein Eldrazar. Oh, ist klar! Alter. Schade, schade, Kitty, aber schön, dass du da warst. Ich hoffe, du hattest viel Spaß.
Lass uns auch vielleicht morgen Abend wiedersehen. Würde mich freuen, würde mich freuen. So, ich muss nach da. Ja, okay. Was hier denn, ne? Fuck, Alter, kann ich jetzt überhaupt noch gewinnen? Ohne Waffen und sowas? Was cool ist, auf jeden Fall dieses World-Schema, was sie hier haben. Für Zukunft selbst behalten. Ja, das finde ich auch ziemlich geil. Das ist klar. Nein. Nein. Willst du mir deine Waffe geben? Oh, jetzt lass du mal bitte deine Waffe einmal fallen. Warum brennt deine Waffe auf immer? Und wo ist sie jetzt? Wo hat denn die Waffe? Da hinten liegt sie. Knochenmobkeule. Ah, nein! Oh mein Gott! Du Scheiße. Oh mein Gott. Oh. Nicht cool. Ah. Oh mein Gott. Ah! Ja! Bam! Das gibt's doch nicht. Ja! Oh mein Gott. Geil. Königshellebarde. Oh, kein Platz. Hä, wieso habe ich keinen Platz?
König Schwert auch noch gleich bekommen, geil. Und ein Elektro-Großschwert haben wir auch noch. Ach schön, noch ein Königsgroßschwert. Das ist gut. Das kommt weg. Oh mein Gott, Leute. Super, GG. Dankeschön. Nice Stein. Aber da habe ich jetzt aber rausgeballert, ey. Naja, war es wert. Übungsplatz der Soldaten. Abschlussprüfung. Ein riesenhaftes Monster an dieser Strecke. Möge sich einen wahren Ritter des Königreichs nennen. Der Hylia-Schild! Ja, es soll einst einen legendären Helden geschützt haben und wird seit Generationen in der Königsfamilie weitergegeben. Weit stärker und haltbarer als andere Schilder. Dafür hast du keinen Platz. Geil, ey. Und vor allem mit so einem Königsschwert ausgerüstet, sieht doch schon fast aus, als hätte ich den Master Sword ausgerüstet, wa? Ach, schön. Jetzt bin ich zufrieden. Das muss ich hier nur irgendwie rauskommen. Verrosteter Schild. Der kann zu einem Königsschild werden. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Oh, ich liebe diesen Polarstab. Polarstab ist beste, Alter. Jetzt ist die Frage, wie komme ich am besten hier raus? Ah, fuck. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Da kommt der Magier endlich zum Vorschein, ja. Kacke, Alter. Bisschen abnehmen, damit ich aussehe wie Saitama. Warum? Hoch da! Ich muss jetzt nur irgendwo hier wegkommen. Ach, du heißt Nils? Ja, Lappenstiel heißt Nils. Ja. Nochmal einen schönen Barsch mitgenommen. Naja, rausporten geht doch jetzt erst, ne? Ab jetzt kann man sich erst wieder wegporten. Und dann porten wir uns mal nach Kakariko, wa? Mann, ey, da haben wir aber heute wieder eine Menge geschafft, Leute. Eine ganze Menge haben wir geschafft. Oh, Knacks, erstmal ein bisschen knacksen.
Endlich kommt Link, um Hyrule zu retten. So, den Schild hab ich. Mach's gut. Bis dann, Leute. So. Ich würde sagen, wir machen gleich nochmal ein ganz kurzes Päuschen. Nachdem wir hier beendet haben, einfach, dass ich schnell umstöpseln kann. Dass er Bescheid weiß. Und dann gehe ich nochmal kurz auf Toilette. Ach, das wusste ich gar nicht, Red. Das wusste ich gar nicht, dass man sich zum Eingang einfach rausporten kann. Gut zu wissen. Dankeschön. Ach Mann, ey, aber das ist auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Schritt haben wir jetzt geschafft. Das ist mega gut. Das ist doch geil, Alter. Wenn ich überlege, ich hab 3 Herzen immer noch nur. Und an sich, ja, Equipment, nischt. Das könnte man vielleicht nochmal kurz machen. Was macht er jetzt, hä? Nein. Ist der dann? Nee. Hä? Scheiße, welches war denn der Klamottenladen? War doch der hier? Warte, war es der hier, ne? Nö. Kacke. Ey! Hä? Andere Seite der Stadt. Ach so, okay. Mir war so, dass der hier war. Sorry. Da, da, da. Willkommen in der Boutique 2 Früchtchen. Sie von Lina? Der Ninja-Anzug ist der totale Renner. Ich finde das hier geiler. Geil. Also wenn das nicht ein cooler Dude ist, Alter. Das ist ein Rebell, Alter. Das ist Lina! Alter, Lina kennt sie aus mit ihren Früchtchen. 2 Früchtchen. Lina und ihre Zwillingsschwester oder so. Ja, der Legolas. Hm? So, ich war eben müde. Nils, hast du es geschafft, mich hier wach zu machen? Hä, wie hab ich das denn gemacht? Es tut mir leid. Aber wir zocken gleich noch eine Runde Rockband. Ein bisschen A7X. Hoffentlich bin ich gut gerade. Kann ja sein, dass ich übelst abkack. Ich gebe dir mal die Hälfte mit. Ich zieh mich zurück. Schlaf vielleicht auch. Stream gleich noch an. Och, Nani. Aber gut. Dann ruh dich schön aus, ja? Lurk noch ein bisschen. Entspann dich. Und bis bald. Lego Lars ist eine Frau? Was? Aber Lars? Da dachte ich eigentlich an einen Typi. Tut mir leid. Lego, Lars ist ein... Ist kein Typi. Oh, sei gegrüßt. Ich habe ganz viel Kraft. Bin ganz geil, ey. Mhm. Oh. So, wir machen gleich weiter. Wieso hast du 2 Hühnerhosen? Oh. Ich habe eine gefunden und habe gerade eine gekauft, weil ich dachte, das ist... Ja, ist doch voll cool. Ja, da kann man mir schon mal beglückwünschen, liebe Madame Pandora. Nee, ist doch cool. Aber Rockband gleich gehe ich. Verzeiht mir. Och, Nele.
Nilo. Da geht auch die Fee. So, erstmal nochmal hier. Klamottenwechsel. Swoop, swoop, swoop. Yeah. Habe ich schon den Set-Bonus? Nö. Gibt's bei einem Stern noch nicht. Aber ist nicht schlimm. Aber jetzt sind wir auch schon, auf jeden Fall schon mal einen guten Schritt voran. Ich finde die so groß. Die Fee ist auch total unheimlich, ey. Und vor allem, er ist so cool. Ich liebe diesen Polarstab. Der ist so genial, ey. So, aber lasst uns hier für die heutige Zelda-Session Schluss machen. Das war wieder sehr cool. Wir haben viel geschafft. Guckt euch die Karte an, Alter. Was wir halt erforscht haben. Ne? Die Karte ist schon ein ordentliches Stück weiter aufgedeckt. Wir haben noch ein paar Schreine gefunden, die noch gemacht werden müssen. Die jetzt einfach als Porter fungiert haben. Und vor allem haben wir den Hylia-Schild schon mal aus dem Schloss geborgen. Mega nice. Ja, und dann geht's bald. Geht's bald weiter mit Zelda. Auf jeden Fall macht es wieder richtig Spaß. Der Hard-Mode sozusagen ist auch übelst cool. Es fordert schon gut raus. Man muss ordentlich aufpassen. Man wird aber auch belohnt mit coolerem Equipment und so. Es ist richtig geil, macht übel Spaß. Ja, dann geht's beim nächsten Mal wieder weiter. So. 5:33.